Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon-Opening und zwar öffnen wir vom neuen Set ein ganzes Display, Maskerade im Zwielicht, mega geiles Set. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt das ganze Display. Bin schon gespannt. Wir haben in der letzten Zeit nicht viel geöffnet, weil wir viel auf Conventions unterwegs waren. Mhm. Also schaut mal beim Zweitkanal vorbei. Mega krass, was da alles jetzt droppt. Bei normalen Spielen nehmen wir öfters auch als Blödes richtig, mit. Richtig. Und haben wir diesmal nur einmal mitnehmen können, weil wir einfach zeitlich keine andere Zeit gehabt haben. Aber dafür haben wir anderen DCG-Content gebracht, den Konrad Bösherz bei YouTube. Genau, da ist auch noch momentan das Gewinnspiel aktiv. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Welche Seite willst du denn haben? Die Linke. Mal nehmen wir rechts. Ja, links. Ach, geht schon, rein 36 da. Booster, rein da. Erste Booster, schauen wir sich an. Vor allem viele Karten wieder auch spielstark, neue Sets, neue Themen. Bin ich gespannt, neue Meter. Also ist sicher etwas Meterstarkes dabei. Chimpep, Iguana, Normifin, Verwalter, Sabibione, Bibliothek, Gemma, die in Full Art wäre cool, ja, in Illustration, Morbeko, Sandan. Und Panferno. Ja. Meine Barkarten haben halt schon spielen können am Privilege, die kennen wir halt schon. Richtig. Und sonst halt jetzt im DCG, wenn ich meine, in der Online-Meta sind jetzt noch nicht so viele neue Decks. Leider aber nicht, ne? Schauen wir mal. So, dann haben wir Strepoli, wie man was es ausbaut. Toxipet, Stolunio, ah geil. Die Entwicklungsreihe wieder Sandan, Luchan. Bei dem Set gibt es auch wirklich geile Karten, auch Evoli. Die Hanna, die wir auch geil. Gibt sie, glaube ich, sogar in Illustration? Nein, Full Art Engineer. Full Art, ja. Labebe. Und das knallt ja bei dir. Die erste Fundamentmaske Ogapon. Das ist quasi die Kampfversion EX. Nice. Schöne Karte. Und haben einen Double Hit. Nein, das war der letzte. Stark. Emulieren. Fundament Abwehr. Und habt ihr den Code? Ist aber nicht schlecht. Ich sag's wie süß. Das kann allen sein. Schaden verhindern. Einfach so. Wenn okay, das gegnerische Pokémon eine Fähigkeit hat, kriegt es keinen Schaden mehr. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Nice. Gehen wir in die nächste. Vulnona. Tromborg. Dann Emolga. Amphitzel. Poliporba. Schwanoros. Lumiflora. Lumise. Flampion. Und Fatalicha. EX haben wir. Das sieht schon so witzig aus. Fatality. Fatality. Starker Hit, starker Hit. Die Fähigkeit, zweiter Aufguss. Schon wann hat das begonnen, dass sich die. Früher ist halt wirklich so, haben sie die Pokémon-Attacken gehabt, Tackle und so, aber dann haben sie jetzt einfach dann begonnen, irgendwas zu machen. Irgendwelche Fähigkeiten zu nehmen, ist so lustig. So, die haben es Morcha, dann Knatox, dann Voltrail, dann haben wir Volbeat, dann. Ah, Boomerang-Energie, okay. Neue Spezialenergie mit dabei. Okay. Dann haben wir die Morcha, Delfinator. Dann Handventilator, Trainer, meistens nicht schlecht, wenn die in Reverse sind. Dann Resladero und ein Boninu, das ist auch stark. Muss ich mir auch mal einfach zum Spaß, kostet sicher nicht viel zum Bilden online, das One-Presser-Deck. Ja, sicher nicht schlecht. Ich meine, ich bin schon gespannt, wie viele Hits werden wir da gehabt haben. 14? Boah, 14 glaube ich, ja. 14? Sagen wir beide 14? Ja, sagen wir beide 14. 14,5. Weil es da mies gehabt hast, du mit zwei Karten in an. War aber trotzdem auch ganz. Jo. War das auch eine neue drin? Evoli in Reverse? Schaut auch cute aus, das Artwork. Urgli! Heißt Urgli in Illustration Rare. Nice. Ah, cool. Ich weiß, wer die Karte ziehen will. Ja, sehr cool. Sehr, sehr nice. Schaut witzig aus. Vor allem irgendwie Org, also als wärst du fotografiert worden, alles andere mit Bouquet oder unscharf. Ja. Nur selber die Karte. Org irgendwie, gell? Starke Karte. Aber irgendwie schaut das heftig aus. Darf ich kurz? Ja, yeah, da haben wir noch was drin. Ist heftig, heftig. Das schaut echt arg aus. Einmal so den Effekt erzielt, einfach mit Objektiv Foto gemacht. Schaut so cool aus. Weil ich auch die Karte des Mora lese, eigentlich schon stark. Ob das kann die Karte vom Gegner anschauen und beliebige davon auf dem Ablegerstapel legen. Von seinem Deck? Ja. Wie stark ist denn das? Okay, deines Decks an. Und die anderen Züge beliebige Reihenfolge. Okay, ist aber auch nicht schlecht. Kann man, ja, ist nicht kann man auf jeden Fall mitnehmen, ja. Heftiger als gewesen vom Gegner, das ist ja wirklich heftig gewesen. So, jetzt haben wir eh Index. Schon. Warte, die kommen unten hier, würde ich sagen. Drei Hits, ja. Weil wir will. Drei Booster, drei Hits. Nein, wir haben schon mehr.
Sechs Booster haben wir. Sechste Booster sind wir, ja, genau. Das heißt, fünf Booster, drei Hits, nicht schlecht. Tangela, ja, ist. Schnitt kann man bleiben. Sehr cool, schaut's aus. Dann haben wir da Shinnok. Es gibt eine sehr coole Brüllschweif Ultra Rare. Cool aus, schaut cool aus. Jetzt wieder mit dabei. Wo sind die Augen? Wo sind die Augen? Weißt du, ich weiß bis heute nicht mehr. Dann Elisard, dann ein Kabuzi und. Wow! Oh, das ist sogar ja, einer der stärkeren, ja. Kwajutsu EX, sehr cool. Die in Illustration Rare oder Special Illustration Rare. Brutal so stark. Groß, das ist jetzt ultra rare. Mm. Sie ist, glaube ich, sogar die stärkste, einer der stärksten. Mm. Wahnsinn. Das ist ein mega Big Hit. Wäre die wirklich gut, ja. Mm. Richtig, nice. Richtig geiler ja. Big Hit. Vier Hits, sechs Booster? Ja, das. Was passt denn? Mein Display. Jedes zweite Booster ein Hit, dann hätten wir 18 Hits. Man kann natürlich sein. Aber ich predikte jetzt einfach mal nichts. Knapfel, Nassknet, Gold King. Relaxo. Können wir jetzt mal Special Swish, wäre wusch. Bei ihm zu. Hanna. Einmal oh. Nix. Einmal nix. Und? Wo ist DJ? Nee, ist doch DJ. Was kann das? Lege beim Pokémon-Check ein Schadensmarken auf jedes Pokémon, das eine Fähigkeit hat, außer. Wo ist DJ? Auch nicht schlecht, wenn das man das viermal hat. Das habe ich im Pre-Release-Gegner gehabt. Pro Runde hast du vier Schadensmarken auf alle Pokémon. Wenn sie Fähigkeit vom, haben. Vom Gegner oder auf deine? Vom Gegner. Na, deine und deines Gegners. Okay. Ja, aber spielst du vielleicht einfach so als Engine nebenbei liegen? Ich weiß nicht. Goldini hat sich schon. Das ist viermal auf die Bank auch. Ja, ich sag ja. Dann Baschwerk. Vor allem, es gibt ja dieses eine, wo du dich entwickeln kannst, direkt diese Ausrüstung. Ne? So, Kicksheim. Haben wir Magneten. Dann haben wir Gemeindehaus. Dann haben wir Vulnona und ein Eisenblatt. Mhm. Ich stell mir das schon gut vor. Weil mit der Ausrüstung entwickelst du alles. Und das permanent. Und das ist schon beim Pokémon-Check. Was ist der Pokémon-Check? Ja, wenn du wechselst und der Gegner drankommt. Ja. Was ist der Pokémon-Check? Du greifst an, entwickelst alle 5 auf der Bank weiter, alle 4 auf der Bank weiter ja. Und machst einfach mal 4 Damage auf jedes Pokémon, was beim Gegner Fähigkeit hat. Richtig. Und das dann jeden Zug, wenn du wieder dran bist, wieder 4 auf alle. Und wenn er wieder dran ist, hast du schon 120 gemacht, obwohl du nicht einmal angreifst. Richtig. Das ist brutal. Ach, das werde ich mal bauen, das Deck. Hört sich sehr nice an. Das ist wahr, ja. Tromborg wieder, Emolga, Amphizel, Sonflora, Boomerang Energy. Boomerang. Boomer. Sonnenkern, Krebskorb. Und Delfinator in Ultra Rare. Heftig. Das schaut heftig aus. Also da coole. Struktur. Hm. Das ist halt wirklich hart. Was sind da für die Hits schon wieder drinnen? Das ist echt nass, ne? Ja. Stark. Ja, Ultras. Nice. Wir haben aber wirklich noch nicht so viele. Und da legst du wirklich einfach vorne so ein Relaxo hin, wo der Gegner nicht mehr rückziehen kann oder irgend sowas. Und du lockst in die Katze da ja, aus. Und du wartest einfach. Ich meine, ja, dann spielst du einfach einen Befehl vom Boss. Naja, dann legst du ihn nachher wieder hin. Das ja. Ist Kupf-Pikachu eigentlich, ja. Mocha. Knatodox, dann Voltrell, genau selbe Volbeat, wie du sagst, Traces Unterstützung, dann Volibuba, dann Knatodox, jetzt haben wir es richtig sein, Tromborg, oh! Illustration, ja, Mocha, das ist so cool, Lager verstecken und hacken, so, und haben wir noch einen Nablitz, ein Panfermo, aber auch cool, nicht schlecht aus, ja, schaut nice aus, ja, gibt ihm quasi so auf die Hand was vom Löffel, so eine kleine Portion, sehr cool. Mhm. Stark. Jetzt haben wir schon 2 Illustration Rare. Derweil. Jetzt, wie viele Booster machen wir? Ich hoffe jetzt nicht, dass am Schluss dann kein einziger Hit mehr ist. Glaube ich nicht. Ich muss auch sagen, wir haben eigentlich immer wirklich Pech gehabt mit den letzten Displays. Also ja, die letzten, die, das keine einzige Moment. Keine Illustration Rares, keine Goldkarten. Also da ist Pokémon uns eh noch was schuldig. Aber wirklich jetzt, aber normalerweise sage ich, ja, oft gönnt es, aber in letzter Zeit hat es wirklich nicht gönnt. Ja, richtig. Handventilator, Knapfel. Inferno und Vater Licha. Ich mach da Illustration. Ja, die haben wir da auch. Und da ist es. Ist das ein Pudding? Schaut da aus, irgendwie wie so eine Puddingflasche. Das ist ein Pudding. Leider, wie gesagt, gerade spiel nicht am Spielen, das heißt, ich weiß doch nicht einmal, was das jetzt sein könnte. Na ja, wir schauen sich die Serie an, die Daten. Aber da kommt so nicht vor. Ja. Der Vulpix ist auch ein cutes Artwork. Richtig nice. Spend. Wie schauen die? Füße weird aus. Komisch. Ein Evoli. Starke Karte. Ein Eisenbindel. Die in Illustration, hä? Festplatz wäre schon geil, ja. Dann, yo! Yo, was geht?
Kadabra und ein Creature. Alleine so. Wähle. Wähle. Am Anfang. Das haben wir jetzt echt schon gezogen auf das Fertilitsche. Mhm. Dann Fire Energy, Illumise, Knapfel. Knapfel gibt es auch ein cooles Artwork, Illustration Rare. Wo Apfelbaum ist und lauter Apfel sind drin. Geil. Das ist auch gut, der Glücksheim. Echt, was kann der? Ja. Weil wenn du angegriffen wirst, kannst du 2 Karten ziehen. Okay, ist not bad. Nicht schlecht. Stripoli und nächste Ofenmaske, Ogapon. Die rote. Ich glaube, 7 alle. Jetzt haben wir schon grün, rot. Na. Kampf, rot. Kampf haben wir. Pflanze fehlt noch und Wasser. Wasser. Mhm. Meine Wasser haben wir schon mal schon gehabt. Aber wenn ich schon kurz meinen Dispersale einfach so nebeneinander haben. Einfach nicht. Alle. Am besten alle noch in Illustration. Tja. Oder Special. Nein, das geht ja gar nicht. Das aber ich bin gespannt, wir haben wirklich schon lange keine Illustration, Special Illustration in einem Display gehabt. Vor allem, wir ziehen sie immer so nebenbei in irgendeinem anderen Produkt, aber richtig. Pro Display, die können einfach nicht. Apropos haben. Andere Produkte, wenn wir werden natürlich Top-Trainer-Boxen die Blister auch öffnen, also lasst ein Abo da. Ja. Und ein Skelabra. Genau dahinter. Die Entwicklung. Ich meine, es ist zwar Phase 2, aber trotzdem. Und wieder Mocha. Und was haben wir da? Einen Code. Ich habe ja gerade einen Hit gehabt, das heißt theoretisch darf ich jetzt nichts haben. Kriputak, Borenta, Siapfel. War Borenta in der blauen Edition. Ich bin mein, dass ich das nie gekriegt habe, weil ich die rote gehabt habe. Verwalter, Panzeron, Dingo. Fragst mich Sachen, Borenta. Ich glaube, Borenta hat man nur tauschen können, da beim Elektroorden darüber. Ja, genau, bei den komischen mit dem Hut, mit dem Zylinder. Ich war schon wieder. Ich meine, es hat natürlich exklusive Tisch, also exklusive Pokémon Game. Ich glaube, das war wirklich das genauso wie beim Timos, die hast tauschen müssen, die ersten Spiele. Es hat auch Pokémon Game, wo du tauschen hast müssen, damit es entwickelt wird. Aber das ist wirklich, wenn ich jetzt so tauschen, sondern nicht im Spiel hast, nur gegen einen NPC tauschen für einen Fandra. Dann haben wir Baschmann und ein Brünschweif EX, das ist auch cool. Ja. Sehr schön, es Bumeluf. Da gibt's die Ultra, schaut mega aus von der Karte. Urge! Es ist dann gehen wir ins nächste Songkern. Abracadabra. Simsala. Palim Palim. Nein. Eisenbündel. Festplatz. Skaraborn. Goldking. Und Windewoge. Ich lasse das durchschlichten, dass man. Ich mache mir auch nur meinen Stapel mit der Reverse. Ein bisschen sieht, weil es ist halt. Ja. Und leider ist zu viel Slots weg. So. Und ich finde das auch irgendwie schade, weil früher waren die Codes wirklich viel wert, wenn man es wirklich brauchte. Und mittlerweile, man kann sich so im Online jetzt alles so leicht selber spielen. Deswegen gehen die Codekarten noch nicht. Ich hoffe, dass die nicht überflüssig werden. Dann sie Rapfel. Doch immer beim Display Release. 20 Cent pro. Dann haben wir Dinglo und das war's. Das weiß ich nicht. Aber ich meine, ich finde es cool, dass sie es so gemacht haben, damit du nicht so auf die Codekarten angewiesen bist. So, jetzt muss es einmal schallern, oder? Kadabra, Resaldero, Tangolos, Meistergriff, Knatterdox, Maske des Oni, ziehen wir zum ersten Mal. Amphifien, Stolrak und Bene Saru. So Affe, gell? Du kannst naffen. Finde ich cool, so dschungelmäßig. So, Water Energy. Knapfel. Ich denke, man sogar auch Spaß macht beim Spielen mit dem Weiterentwickeln, mehrfach angreifen. Das war gar nicht so schlecht beim Pre-Release. Käfersammler-Set finde ich auch gut. Wenn einmal Pflanze wirklich stark ist, deckt immer Käfersammler-Set richtig nass. Hab ich schon 8 Tiefel. Arieras. Dann haben wir Proxy. Und ein Heatran. Mag das so wirklich so legendäre Pokémon? So als Single so. Kleine Ding sind, ja. Auch Dingo ist legendary. Ich schwöre, ich hab die Karten verkehrt, deswegen. Ich denke mal, okay, ist die Energy verkehrt? Na, der ganze Stapel ist verkehrt. Krebodag, Porenta, Florges, Mumpitz, Sinews, Guatrom, Quirtle und Hisui Arcani. Gibt's auch das Hisui Fukano, gibt's auch eine sehr, sehr coole Special Illustration. Ja. Auch in einem Set, oder was? Hm? Auch in einem Set? Ja, sicher. Schaut mega cute aus.
So, vielleicht ziehen wir es oder. Energy. Fargo. Ja, cool. Wir müssen eh noch. Wir müssten noch sechs. Sechs Hits schon haben, ja? Ja, da wollen wir da noch haben. Frigiraf, Wutpilz, Spezialhammer. Eigentlich gar nicht so schlecht. Speziallegende ist sehr viel gefragt zurzeit. Haben wir Knatox in Reverse und die türkisgrüne Maske Ogabron. Wo bleiben die Hits? Jetzt haben wir lange nichts mehr gehabt. Angel kommen. Energy, Toxipet, Chanera, Pandra und Quapuzzi, Sonflora, Spezialhammer, Flöitete und schon wieder. Ah, geil. Schon wieder Chanera. Hit. Aber es ist ein sehr, sehr starker Hit. 10, 15 Euro Karte. Finde ich, ist auch eines stark. Der coolsten Artwork. Ja, alleine wenn man sich überlegt, da steht das Knofens als Relaxo-Paint hinten, das Dito unten, das Enton. Das fühlt halt jeder die Szene, also immer so typische Pokémon Center. Aber komplett. Und es Beatori. Ja, starker Hit. Wer mal Gold hatte haben, wer mal Special Illustration hatte, mal sehen wieder. Ich meine, wir haben drei Illustration. Das ist eigentlich noch normal. Eigentlich glaube ich, sind wir sogar mal vier gehabt. Aber die Gold und die Special Illustration, das ist immer die Sache. Was wir da haben. Interessant. Dann Praktibalk. So cute auch. Dann haben wir Vibarak. Ich möchte den Balken in den Kopf. Das ist Hisui Fukano. Ja, aber da gibt es, wie gesagt, das. Illustration schaut Bombe aus. Stolos, dann Küchenchef, Heile City Schaden, okay. Fixi, oh! Aufischwirbel. Okay. Das war's mit der Special. Das, na. Man kann ja auch zwei ziehen. Stimmt. Aber nimm einer deiner Pokémon und alle angelegten Karten auf deine Hand. Ja, finde ich, ist sehr, sehr stark. Kann Scoop man sich ab, da auch Scoop das. Netz eigentlich. Nur sagen, noch stärker. Ja. Sehr geil. Und dann Lumispross und ein Hisui Akani. Ja. Die ist halt echt stark. Stimmt, sind ja auch wieder drinnen in dem Set, ja. Ist wirklich, wirklich stark. Vom Spiel noch einige Decks, so schon in der Mechanik. Und jetzt hast du eigentlich ein Item, was das kann. Vor allem, was macht der Umhang? Der Umhang gibt einfach 100 Leben. Der sagt einfach erst, ich kann das Pokémon komplett resetten. Ja, schon mehr. Und hast gleichzeitig einen Tausch, nämlich auch dann. Und Luxtrajex hinterher. War ist stark. Aufischwirbel ist sehr, sehr stark. Ich glaube, das ist einfach ein Big Hit oder wird das sehr teure Karte noch. Weil sich jetzt halt spielerisch, wie gesagt, ist eine Mischung aus Tausch und Vollheal. Ja, aber das ist ja das. Du kannst auch das Aktive in die Hand nehmen. Und du kannst auch Ausrüstungskarten natürlich dann umswitchen. Du kannst sehr gerne nochmal neu anlegen. Also das ist not bad. So, jetzt sind wir schon auf 11. Dann haben wir Knapfel, dann Flappebe, dann Lichtel, dann Pfiffin, ein Voltron. Ein 4 Non-Tor schaut auch heftig aus. Dann haben wir eine Maske des Oni, dann ein Volbeat in Reverse, ein Flampiven in Reverse und die türkisgrüne Maske. Jetzt fehlt noch die blaue. Jetzt fehlt noch die blaue, die wäre noch cool, wenn wir die ziehen. Ja, alle in einem Set. Ja. Das wäre stark. Das wäre echt ein. Jetzt sind wir 12 Hits. Stark. Eine Special Illustration und Gold gehen uns noch ab. Die sind halt wirklich selten. Welche wird sein? Ja. Ich weiß es nicht. Ich lasse. Wer weiß, kriegen wir es? Ich glaube schon. Knatox, Voltran. Wir haben halt Woodpiss. Wirklich schon sehr lange keine mehr zu. Na eben, das ist ja das. Das muss man wieder knallen. Pulipurba, Reverse und Panferna. Wir haben eh noch 10 Booster. Ich habe 4 noch, du hast 5. Nein, 2 bis 3 Hits werden wir noch haben oder vielleicht sogar mehr. Ah, davon gehe ich mal stark aus. Es hat immer schon Displays auch gegeben, wo wir auf einmal 17 Hits gehabt haben. 18 war das höchste, glaube ich. Haben wir mit dann Energie. Und dadurch, dass man jetzt immer Holo hat, seit Kamisino Purpur. So lieb. Flampion, also das sind wirklich coole Artworks. Gripskorb, Nigiragi, die wäre auch geil in Illustration. Rigera, Störturm, auch stark. Boomerang Energie, auch nice. Oh, der Hammergold! Rettungsboard! Der Hammergold! Okay. Rettungsboard, ja. Sehr nice. Ja. Richtig gut. Na, kein schlechter Hit. Und wir haben ein Frostedge. Zum Glück mal eine Gold wieder mit. Seit langem wieder eine Gold. Stark wäre natürlich gewesen. Dicke Freunde Knoops in den Set. Ja. Sehr spielstarke Karte. Die in Gold ziehen. Mörder. Wirklich starke Karte auch. Spielerisch. Ich meine, das ist eh, glaube ich, in jedem Deck vertreten. Jetzt dicke Freunde Knoops. Wenn man es halt das genau. Rufen kann, ja. So, 70 KB. Chanera, Panda, Kapuzzi, Hampidiffel. Jetzt auch noch ein Special. Aha, aber wir haben unfairer Stempel. Ja. Auch nicht schlecht. Du kannst diese Karten einsetzen. Okay, ja, ist klar. Ich spiele ein bisschen Hagen im Deck.
sehr gut. Das ist wirklich das stark. Ist es wie Mary? Ja, das ist sehr, sehr stark. Ja. Also der Name Unfairer Stempel. Boah, es ist wirklich unfair, boah, ja. Ist wirklich broken. Schaut aber farbtechnisch auch cool aus, das ist richtig neonflashig. Ist wirklich stark. Starker Hit. Und? Simsala. No, not bad. Also Unfairer Stempel. Mhm. Muss sagen, starke Ausbeute bis jetzt. Würde ich auch sagen, ganz ehrlich, kann man in jedem Deck spielen. Mhm. Gegner knockt eine Karte, hat 6, 7 Preiskarten, danke, tschüss, Unfairer Stempel und... Boah, würde ich ganz ehrlich sagen, ich finde den schon stark, aber Unfairer Stempel, boah, ist das doch vielleicht die beste. Weil die kann jetzt wirklich jeder in jedem Deck spielen. Weil es wird immer was genockt. Und wenn du die Hard drawst, ist nie fail. Und wenn du es searchen kannst, ist noch besser. Auch sehr, sehr gut, ja. Also ein Item ist Wahnsinn. Weißt du, wie viele Hits haben wir schon? So. Vor allem jetzt haben wir auch endlich mal ein Display mit zwei Is-Spec. Oder S-Klasse. Skaraborn. Und mit einer Gold. Cooler Slot, ja. Dann Rollum. Dann Peony oder Peony und Zapdos. Zapdos auch drinnen. Na, ist jetzt schon ein starkes Display. Wir haben die 14, was wir prediktet haben. Mhm. Und jetzt knallt noch ein Special. He? Dann haben wir wirklich das absolut dann störendste. Dann haben wir ein gutes Display, ja. Also, ich meine, es ist jetzt auch schon ein sehr, sehr gutes Display. Mit Chanera, mit Urgel. Das sind auch Urgel ist so Fan-Favorite, das liegt wahrscheinlich an einem Zero, wenn er so Urgel-Fan ist. So, falsch, das ist die Reverse und. Die Chance, musst du mal haben. Ah, das musst du mal haben, die Chance. Unwahrscheinlich. Ich meine, bis jetzt, ich muss trotzdem sagen, keine schlechte Ausbeute. Nein, überhaupt nicht. Gold, wir wissen es jetzt einfach selber, wenn wir schon so viel geöffnet haben, es ist halt nicht mehr garantiert, dass du sagst, ja, das Display ist ja Gold. Genauso wie es sich garantiert ist, dass es zwei S-Klasse-Karten gibt. So, Graziola, dann Sirapfel, dann Voltrain. Dann haben wir nochmal einen Sirapfel in Reverse. Okay. Ein Colossant und ein Scalabra. Es fehlt einfach noch die Maske, die blaue Maske, das ist Double Rare, hm? Dann haben wir alle in einem Display. Dann weiß ich schon, wie es Thumbnail ausschaut. So wie immer. So wie immer. Dankela, Shinox, Pippi, Knattox, Pixie, Nigiragi, Fari Giraffe, Dankela, Blabebe und Skelebra. Wie oft ist das Team? Ja. Ist schon wieder 4-5 Mal gezogen. Skelebra. Das habe ich zweimal. Ich habe es das erste Mal. So. Gut für euch, hoffentlich habt ihr einen guten Hit mit dabei. So. Quapsel, Griffel, Flampion, haben jetzt schon alle, glaube ich, gesehen, alle Autos haben wir auf jeden Fall einmal durch. Ariados, Rückzugskosten des aktiven Pokémon, okay, jetzt kommt eins, ja. Begleitende Flöte, Iguana, dann Delfinat in Reverse und come on, ein Bonino. Auf jeden Fall, von dem haben wir Blazer jetzt. Stauschen. Na. Ich habe nie dumm gezaubert. Hexe. Vielleicht haben wir auch keinen Hit mehr. Ich sag, bis na, jetzt. Nein, also wir haben 15 Hits jetzt. Das ja, ist, das ist schon sehr gut, ja. Du hast 14. 14 haben wir. Voilà. Juli. Das wäre halt dann schon too much. Igeragi. 14 Hits ist schon gut. Wir haben alle vier. Nice. Das ist stark. In einem Display finde ich wirklich stark. Einfach nur so zum Haben. Wirklich. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hm. 15 Hits, zumindest ist mal einen mehr, als ja, wir prediktet haben. Ich finde cool, dass wir alle vier gezogen haben. Ja. Das ist auch so zum Herzhängen dann. Das muss da mal geben, alle vier die Chance. Das ist schon nice. Mhm. Exodia, Oblivion. Nein. Für deine. Jetzt kommt die Special. So, ja. Last Pack Magic bei mir. Stark. Das war ein starkes Display bis jetzt, also man kann sich nicht beschweren. Wenn alles, wenn jetzt noch was kommt, das ist halt... Nein, das hat drinnen sein müssen. Kirsche, on the top, passt schon, Verwalter, Laterneco, Laternecto, so, Macha, Piccolente, Sand am Meer, dann Lucian, dann Flampivian, dann Chimpep, auch gab es noch einen Hit, Flauschling und come on, last pack! Wie in der Woge. So cool, wollte ich gerade sagen. Nee. Aber na, trotzdem cool. Mega starkes Display mit eigentlich drei coolen Hits. Ja, ja, also. Mit die Ultra Rares. Wir haben es definitiv schon mal schlechter gehabt. Also, das ist ein starkes Display. Wir hätten schlechtere Illustration Rares ziehen können. Geil, dass wir alle vier haben.
Das ist wirklich stark. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein!